kein Hasenkostüm. Du hast gesagt, ich soll ein Hasenkostüm tragen. Ja, aber das sieht doch nicht aus wie ein Hase, das sieht aus wie ein Bärchen. Und außerdem fällt das Ohr immer ab. Charlotte, ich finde die Idee sowieso scheiße. Ja, jetzt, das fällt dir früh ein. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Kalenderwoche. Und Sie sehen da ein was? Was ist das? Zu gewinnen gibt es eine Reise auf die Osterinseln. Das ist ein A, Bärchen, B, Hase oder C, Max Plänge. Es ist ein Osterhase, denn wir haben bald Ostern, ja? Und das ist das Thema unserer Sendung heute. Muss man ja machen, ja? Monothematisch Ostern. Wenn Ostern droht in dieser Kalenderwoche, dann ist es so. Da kommt man ja auch schon seit Jahrhunderten oder seit Millionen Jahren nicht drum rum. Und deswegen habe ich gedacht, lade ich einen Osterhasen ein. Und da ist er. Herzlich willkommen. Moin. Er ist nicht begeistert darüber, dass er hier zu Gast sein muss. Geht so, ja. Jetzt, soll ich verraten, wer du eigentlich bist? Tu es. Eigentlich ist das der Redaktionsleiter der Kalenderwoche. Das klingt immer so hochgestochen. Ja. Aber ja, ist es ja auch. Aber heute ist er Osterhase. Und er hat immer zu mir gesagt, Charlotte, wie soll mich denn die Leute noch ernst nehmen, wenn ich jetzt als Hase verkleidet in der Sendung sitzen muss? Aber ich glaube, es gehört auch manchmal Mut zur Hässlichkeit im Leben dazu. Das wird sich auszahlen, glaub mir. Irgendwann wirst du sagen, ah, gut war es, dass ich da saß damals als Hase. Ich schreibe mir das oben gleich auf. Ich mache mir eine Erinnerung für 20 Jahre. Genau. Aber kleine Rüge, nächstes Mal nehmen wir nicht das Kostüm für 17 Euro, sondern doch lieber das für 70. Ich hätte noch eins für 50 kriegen können, aber du sagst, es ist zu teuer. Ja, ist zu teuer. Da haben wir kein Geld, Mensch. Ja. Beim Weltsender Tite aber kein Geld. Naja, jetzt ist es, wie es ist. Wir wollen nicht auch nicht schlecht reden hier, finde ich. Ich finde, es kommt auch nicht immer aufs Äußere an. Es kommt ja auf die inneren Werte an. Ja? Und da wollen wir mal sehen, was du denn für innere Werte hast als Osterhase. Du weißt ja, was Hasen essen. Ich habe dir ganz viel besorgt hier. Ja, ich hatte keinen Mittag bisher. Hast du Möhrchen, ne? Möchtest du schon mal eine? Muss ich jetzt, oder wie? Welche möchtest du denn? Hier, ganz tolle. Vom Terg, wie man sagt. Vom Gemüseterg um die Ecke im Eppendorfer Weg. Bitte schön. Sind die noch Bio? Such dir eine. Klar, Bio. Nur für dich, nur du die sagst, besten suchst Bio. Dir, such dir eine aus und Bio dann hältst mir eine hin, oder ja, wie? Genau. Du darfst dir sogar eine aussuchen. Aber du musst es mit dem Grün aufessen. Ach nö, ne? Mit Grün. So, was gehört denn noch zu einer ordentlichen Ostersendung? Natürlich, wie nennt man das nochmal? Weidenstrauß? Weidenkätzchen? Weiß das jemand hier? Kätzchen. Weidenkätzchen, ne? Ja, sowas in der Art. Und die wollen wir behängen mit schönen Eiern. Schmeckt? Ja, doch. Weißt du, ein Bier wäre gut dazu. Bier wäre gut! Das ist ein Stichwort. Das ist auch, glaube ich, der einzige Grund, dass Max zugesagt hat, heute hier den Hasen zu machen. Weil nämlich auch in dieser Kalenderwoche nicht nur Ostern, sondern auch der Tag des deutschen Bieres ist. Genau. Und deswegen trinken wir Bier. Habe ich hier schon mal vorbereitet. Schön abgestanden. Ui. Bitteschön. Oh, das riecht gut. Jetzt müssen wir was dazu sagen, hast du mir vorher gesagt. Das ist? Was? Ach so, das ist alkoholfreies alkoholfrei Bier. Alkoholfrei natürlich. Hier, alkoholfrei, ne? Mm. Danke, zum Wohle. Mm. Das ist ja gar nicht alkoholfrei. Nein, kleiner Witz. Also, es ist natürlich total alkoholfrei. Und Tag des deutschen Bieres, Gratulation dazu. Was es alles gibt für Tage, ne? Ich finde, man hat doch genug Stress immer mit Ostern, Weihnachten, was es alles so gibt, Geburtstage von sämtlichen Menschen, die man kennt. Da muss es auch noch den Tag des deutschen Bieres, vielleicht gut so, damit man alles andere verkraftet. Ich esse einfach nur Möhren, ja. Okay? Ist es denn so, dass Hasen gern Bier trinken? Das musst du mich nicht fragen. Du hast eben gesagt, ich sei kein Hase, sondern ein Bärchen. Aber ganz ehrlich, wonach sieht es denn aus? Das sieht doch nicht aus wie ein Hasenkostüm. Ich habe mich noch nicht selber gesehen. Also ich werde wahrscheinlich gleich aus allen Wolken fallen, wenn ich die Aufnahme sehen werde. Ja, ich glaube das auch. Da müssen wir uns vielleicht stattdessen mal ein kleines lustiges Bild angucken zum Thema Ostern. Wo haben wir es denn? Oh, ich bin in der falschen KW. Da haben wir es. Nein, da auch nicht. Ich sag ja, ich muss die Technik machen, weil du ja nicht Osterhasen in der Regie Jetpack, bist. Das zweite ist es. Da ist es. Mhm. Ist das nicht süß? Finde ich total gut. Das könnte man mit dir auch machen. Nee, wir machen das lieber hier mit dem. Ich habe extra für uns auch so einen Schokoladenhasen besorgt. Mhm. Abgebissen. Ich habe mir gedacht, in der heutigen Sendung, ich weiß, mit vollem Mund spricht man nicht, aber nützt ja nichts, sollten wir vielleicht ein paar, und jetzt, okay, jetzt weiß ich, alle Männer so Eier ausblasen. Kann man das überhaupt von Männern sagen, ohne dass, guck mal, sogar ein Osterhase kann rot anlaufen? Das ist doch schrecklich, oder? Dass man, ich meine, warum ist denn das so vorbelastet? Sprechen wir lieber nicht mehr drüber. Wir blasen mal ein paar Eierausschläge vor. Schüssel brauchen wir dafür. Jetzt passen Sie genau auf. Also dieses Ostereier anbauen ist ja gar nicht mehr so modern, ja? Aber insbesondere, wenn man Kinder hat, muss man sowas machen.
Muss man? Hm? Hast du Kinder? Nee, hast du ja nicht. Nee, aber nicht apropos, ob Hasen Kinder haben. Wieso sagt man eigentlich rammeln wie die Kaninchen? Also ich habe mich immer Hüpfer genannt die ganze Zeit. Bitte? Ich musste mir einige Sprüche anhören, als ich nach Hasenkostümen gefragt habe. Echt? Unter anderem sowas so bei den wie. Ja, doch, so wie steiler Rammler oder sowas. Und ich habe mich dann immer als jungen Hüpfer aber ausgegeben. Ach, echt? Heißt das Hasenkostüm auch steiler Rammler? Das weiß ich nicht. Ich glaube, es heißt Hasenkostüm. Wieso hat denn das kein richtiges Gesicht und so? Wie? Ich habe doch ein Gesicht. Ja, aber kein Hasen. Obwohl, du hast auch so große Schneidezähne. Das passt eigentlich ganz gut. Ja, das finde ich auch sehr witzig. Können wir das mal kurz zeigen? Eigentlich ist das echt total passend. Vielleicht solltest du immer so rumlaufen. Okay, ich glaube, Max kündigt nach dieser Sendung. Ich trinke noch einen Schluck Bier stattdessen. Habe ich schon. Also, jetzt, liebe Zuschauer, ist es ja so, wenn man sich mit dem Thema Eier für Ostern beschäftigt, stellt man ganz schnell fest, wenn man auch nur ein paar Tage zu früh dran ist mit den Eiern, dann bekommt man keine weißen Eier. Denn, Achtung, jetzt lernen Sie was Neues dazu, es gibt nur braune Eier aus gesunden Hühnchen- oder Hennenhaltungen. Alle weißen sind aus der Batterie. Habe ich heute gelernt, als ich bei meinem Supermarkt einkaufen war. Hat das was mit dem Dioxingehalt zu tun? Nein, ich glaube, das ist nicht so. Ich habe dann gefragt, warum ist es so? Also weiße Eier sind nie bio und nie aus einer Freilandhaltung, sondern immer aus dem Käfig. Nun war es ja so, man braucht ja aber zum Eier anmalen, braucht man ja helle Eier und nicht braune. Deswegen habe ich jetzt auf grüne Eier zurückgegriffen. Ich weiß nicht, was ist. Das sind exklusive Bio-Frühstückseier in hellgrüner Schale. Und die bieten sich ja dann an, denn sie haben hier so eine hellgrüne Farbe, bieten sich also an zum Bemalen. Und es gibt dann aber auch demnächst weiße Eier, wahrscheinlich so genau dann einen Tag vor Ostern. Jetzt sind wir ja aber ein paar mehr Tage vor Ostern, deswegen ging das alles leider nicht. Und die grünen, die Eier? Ja, weiß ich nicht, aber ich dachte, das ist eigentlich eine schöne Grundfarbe auch für uns, weil Tide ja grün ist. Mhm. Oder? Okay, jetzt muss man die, jetzt hätte ich fast aus lauter Gewohnheit das Ding auf die Kante geschlagen, aber wir wollen ja nicht backen, wir wollen ja Eier ausblasen. Und jetzt steht hier, oh nein, oh Gott, fast eins runtergefallen, die teuren Dinger. Ich habe mir auch was gekauft, wo jetzt auch wieder die Schamesröte den Herren der Schöpfung ins Gesicht steigt, nämlich Blasfix. Soll ich wieder? So kann man das doch nicht nennen. Das ist doch wirklich hochgradig zwiespältig. Da gehen da gehen irgendwie Väter in den Supermarkt und ich hätte gern einmal Blasfix. Und Pipi Max dazu. Und Pipi Max. Naja, also ich habe auf jeden Fall als Frau geht das ja einen Blasfix gekauft. Und jetzt steht da drauf, man soll erst in das Ei reinstechen. Bin sehr gespannt. Wahrscheinlich läuft mir, wir können schon mal Zebra holen. Nein! Das funktioniert tatsächlich. Ist ein Loch drin. Beide Seiten oder nur eine? Du kannst ja nicht in eine Seite reinblasen und dann kommst du ja nirgendwo wieder raus. Oh, stimmt. Ne? Nee, aber es ist doch eine Pumpe. Da ist ja eine Pumpe dabei. So, jetzt soll man das hier rauspumpen. Das ist nicht mehr so wie früher bei Oma. Aber das muss doch irgendwo rauskommen. Hier, guck. Kann man das mal zeigen? Das funktioniert. Also das kann ich jedem empfehlen. Darf ich jetzt sagen, wo ich das gekauft habe? Nö. Nee. Naja, also in einem örtlichen Drogeriemarkt in und um Hamburg. Fängt mit B an, hört mit I auf. So, ist alles raus? Das finde ich ja sensationell. Aber das war doch früher immer so schlimm. Blasfix. Ach ja, man muss das Ei nach unten halten, damit alles rauskommt. Fast ein bisschen eklig, ne? Guck mal, jetzt kommt das Eigelb. Wahnsinn. Und mit sowas füllt man eine ganze Fernsehsendung. Du als Osterhase musst doch eigentlich wissen, wie sowas funktioniert. Charlotte, ich habe dir gesagt, ich habe mir auf gar nichts vorbereitet. Du hast dann gesagt, zieh den Kostüm an, Mann, das läuft schon. Du musst doch so tun, als wärst du Hase jetzt wenigstens. Und wie? Ja, indem du Möhrchen isst zum Beispiel. Ist du könntest mir auch einen schönen Hasenwitz. Kennst du nicht einen Osterwitz? Nee, sowas kenne ich nicht. Ich kenne einen. Das habe ich mir gedacht. Soll ich dir einen erzählen? Nur zu. Pass auf, ich erzähle dir einen. Also, Moment, ich muss erst suchen. So. Also. Oh, dauert ein bisschen, ne? Du kannst es auch gerne überbrücken, indem du noch ein paar Möhrchen isst. Ich bin dabei. Häschen fragt die Ehefrau. Quatsch. Häschen fragt die Eierfrau, steht da. Hast du Rühreier? Nein, nur ganze Eier.
Da schmeißt das Häschen ein paar auf den Boden und sagt, ha du doch. Muss man in der Stimmung für sein, glaube ich. Oder sehr viel Bier getrunken haben. Moment. Gib mir Mühe. Vielleicht noch einen? Oh, ja, ich bin ja gerade da. Ja, ne? Ein Häschen und seine Frau bekommen im Hotel ein Zimmer im 14. Stock. Zu allem Unglück streiken die Fahrstühle. Beim Treppensteigen erzählen sich die beiden unterwegs Witze. Im 13. Stock lacht sie, jetzt bin ich fertig. Ich weiß keinen Witz mehr, sagt er. Ich schon, wir haben den Zimmerschlüssel an der Rezeption vergessen. Okay, auch scheiße. Den letzten und dritten. Pass auf, kommen zwei Hasen nach China. Finde ich jetzt schon gut. Sagt der eine zum anderen, wir hätten Stäbchen mitnehmen sollen. Hier fallen wir auf mit unseren Löffeln. Ui. Der war nicht schlecht, oder? Der kommt so von hinten ein bisschen, finde ich gut. Genau. Naja, und ich verzichte jetzt mal auf weitere, aber eigentlich kann du auch im Strahlen, nee, die sind auch alle doof. Okay, jetzt haben wir das Ei fertig ausgeblasen, jetzt können wir es bemalen. Möchtest du das mal machen? Du bist der Hase. Und du nicht, oder wie? Nee, ich hab's ja jetzt schon ausgepustet und ausgeblasen sozusagen. Dann gebe ich dir das jetzt mal. Ich finde, weißt du, was wir noch machen könnten? Wir haben doch hier Farbe für die Eier. Da können wir doch dir wenigstens noch ein paar Hasen-Barthaare malen vielleicht. Dann oder? Dann werden wir ja immer besser, Schala. Ja, ne? Warte mal, ich mach das mal eben. Aber ich krieg das auch wieder ab danach. Weiß ich nicht. Ach, das war der Deckel. Mit dem geht's dann nicht was so gut. Was ist das denn? Das ist Farbe. Ja, guck mal, da kommen wir doch der Sache schon näher. Oh, niedlich, das Häschen. Muss man nicht auch vielleicht hier so die Nase mit? Genau. Nee, muss man nicht. Guck mal, so, das ist schon viel besser. Das fühlt sich ganz schön nass an, was du jetzt gerade das Gesicht geschmiert hast. Hier ist das Ei. Und jetzt gebe ich dir mal die Farben, dann kannst du das schon mal übernehmen vielleicht. Wollen wir nicht ein Tide-Ei machen? Wir wollen ja schließlich Eier für dieses Weiden-Kätzchen, Sträußchen da haben. Vielleicht kannst du das Tide-Logo da drauf malen. Aber hier ist total viel Wippe dran. Ja, das ist Ei nur. Was soll ich denn machen? Kannst du an der Hose ab oder am Hasenkostüm, dafür, dass die uns so eins für 17 Euro aufgedreht haben, angedreht. mit dem Möhrchen, genau. Ich würde sagen, ich mache mal noch ein Ei, dann können wir zwei Stück wenigstens machen. Ich finde, das macht wirklich Spaß. Hast du vielleicht noch ein paar lustige Ideen, was man Ostern so machen kann an Dekorationen und so? Ich bin totaler Laie, was das angeht. Ach ja, weil du keine Kinder hast, ne? Richtig. Und es ist auch schon eine Weile her, dass meine Mutter solche Spielchen mit mir betrieben hat. Also dieses Blasfix, ich bin begeistert, das macht sogar Spaß. Das müssen Sie unbedingt mal ausprobieren. Und was denken wir uns dann für das nächste Mal für Flo aus? Ach, Flo, der heute nicht gekommen ist, genau. Ja, unser Produzent, der ist einfach Kostüm nicht gekommen. Sitzen, oder? Der muss auch ein Kostüm zur Strafe. In einem Gutenberg-Kostüm. Der ist ja nicht so schwierig. Ich muss nur die Haare nach hinten gelen. Oder irgendwas noch Fieseres. Michel Friedmann? Du musst auch nur die Haare nach hinten gehen. Kannst du wieder das Hasenkostüm anziehen, braun wie der ist. So, hier hast du noch ein Ei. Da kannst du, du eins. Okay, ich auch eins. Wir machen einen Wettbewerb. Jetzt hast du aber die grüne Farbe. Wie sieht denn das Tide-Logo nochmal aus? Grün? Wie sieht das Tide-Logo nochmal aus? Grün. Eine Raute ist es. Eine Raute? So. Haben wir nicht hier irgendwo nochmal das Logo? Ja, du kannst hier auf deinem Desktop hast du es, glaube ich, auch liegen. Wo denn? Musst du nochmal. Muss ich dir jetzt helfen? Ja, klar. Achso, dann. Ich bin ja wie alle Frauen. Ich drücke einfach irgendwo drauf und hoffe, dass irgendwas kommt. Was. Ach, da ist es, genau. So sieht's aus. Oh. Können wir vielleicht nochmal zeigen? Wollen wir nicht einen Wettbewerb ausrufen? Also alle Zuschauer sollen uns auch Eier schicken mit Tide-Logo und wir prämieren das Schönste der nächsten Sendung. Wollen wir das machen? Du, nur zu, ist deine Sendung. Ja, ist auch deine Sendung, ich bezahle dich schließlich. Oder so ähnlich. Ach, ist das so? So, ich glaube, meins wird super. Also, das finde ich, sollten wir machen. Liebe Zuschauer, schicken Sie uns auf jeden Fall bemalte Eier zu mit dem Tide-Logo. Das können Sie auf der Homepage sehen. Ich habe heute so Sprachstörung irgendwie, ne? Ich habe nicht zugehört. Wie bitte? Sag mal, echt. So, ich bin gleich fertig. Echt? Ach so. Ja.
Aber die genau. Und schicken Sie uns diese Eier zu. Ausgeblasen müssen sie natürlich sein. Und dann prämieren wir in der nächsten Sendung das schönste Ei. So, meins ist fertig. Deins auch? So fast. Oh, das, deins aber tatsächlich. Ja, nicht, dass du jetzt noch abguckst, wie ich das gemacht habe, ne? Meins könnte auch ein Werder-Logo werden. Nee, das hätte ich nicht so gerne, ehrlich gesagt. Wieso? Nicht nix mit Fußball, bitte. Das muss ich mir schon zu Hause immer anhören. Apropos, habe ich hier auch tolle Tipps gelesen in den neuen Wochenzeitschriften. Sie wissen ja, es gibt einige Zeitschriften, die unser Interesse wecken hier bei der Kalenderwoche. Unter anderem habe ich diese Woche, also eine richtige Tragödie war ehrlich gesagt, meine Lieblingszeitschrift war bei unserem Zeitungskiosk im Eppendorfer Weg ausverkauft. Hörst du zu? Ja, du bist ja mein Gast heute, du musst schon zuhören, was ich sage, ne? Also ich war gerade so konzentriert. Du weißt ja, welches meine Lieblingszeitschrift ist, ne? Ja. Frau mit Spaß. Ja. Gut, die war ausverkauft leider. Aber es gab noch allerlei andere schöne Zeitschriften, wie zum Beispiel Frau von heute, Frau im Blick, Frau mit Herz. Wer liest das alles, frage ich mich. Gibt es auch so alles Pendant? Für die Frau? Gibt es auch so Mann mit oder Nein, Mann für? Eben nicht. Und Mann mit Herz gibt es nicht. Gibt es nur Mann mit Hormonsteuerung. Men's Health. Und also Playboy. Ja. Und dann auch eine meiner favorisierten Zeitschriften hier, die Schöne Woche. Mit lauter so positiven Schlagzeilen wie Fritz Wepper und Janina Hartwig, ist es das Ende ihrer Karriere, Todesdrama im Busch. Interessiert mich jetzt schon total. Oder auch Wieder allein, Michelle Hunziker, das dürfte dich mehr interessieren. Das ist mir viel zu alt. Findest du die nicht gut aussehen? Och. Das ist ja so eine Zeit, so eine Frau, wenn die vorne auf dem Cover ist, drehen die Frauen das um auf dem Sofatisch. Echt? Ist das so eine, die man nicht mag und man möchte so sein? Oder, Stutenbissig. Oder? Ja, also ich hätte nichts dagegen, gegen die Maße. Auch gegen die Wetten-Das-Moderation hätte ich nichts, ehrlich gesagt. Aber gut, die dritte schöne Geschichte hier in der schönen Woche ist Neue Tragödie, Michael Douglas, schlimmer Rückfall. Und Super-GAU in Japan, warum lassen sie ihr Volk im Stich? Also lauter schöne Geschichten in der schönen Woche. Und dann habe ich gedacht, die absolut perfekte Zeitschrift für mich ist ja eigentlich hier. Zeit für mich. Mhm. Da habe ich gedacht, da findet man bestimmt auch tolle Ideen. Da habe ich auch für dich hier für den Osterhasen ein paar schöne Aufkleber. Osteraufkleber, willst du haben? Das ist Zauber, auch bitte. Ja, für dich. Ich leg die mal hier hin. Und fröhlicher Osterzauber, liebevollen Ideen für Ihre Tafel. Seite 50, 51. Da gucken wir doch mal nach, was wir da stehen haben. Vielleicht haben die noch ein paar Tipps für uns. Noch mehr? Noch mehr Tipps, genau. Also so gut vorbereitet, wie das heute war. Hätten die sich abgesprochen, weil bei Frau, von Frau zu Frau sind auch Osteraufkleber drauf. Vielleicht ist ja bald Ostern. Stimmt. Scheinbar ist bald Ostern. Warte mal, jetzt gucke ich mal. Ich finde, das sieht hier auch noch ein bisschen zu chaotisch aus. Wir müssen das noch aufräumen. Ah, hier sind schöne Osterideen. Total unkreativ und spießig. Das sollte man also auf jeden Fall nicht machen, oder? Sieht das bei dir zu Hause so aus an Ostern? Nee, aber im Rest des Jahres sieht es genauso aus. Ja. Wie ist denn das eigentlich so mit dieser Osterdekoration und so? Also meine Mutter hat sowas ja auch mal gemacht. Macht man das als jüngerer Mensch überhaupt? Nö, also man ignoriert das eigentlich. Man freut sich darauf, dass man freitags frei hat und montags frei hat und überlegt sich dann schleunigst, was man an den Tagen machen kann. Und was machst du? Wegfahren. Ich denke, du arbeitest, du bist doch Osterhase. Ach so, ja, deswegen muss ich doch wegfahren. Ja, okay. Ich kann das doch nicht hier direkt zu Hause machen. Aber das ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja Urlaubstipps für Ostern rausgefunden. Für Sie. Und zwar haben wir uns gedacht, was kann man an Ostern machen? Ja? Also was liegt nahe? Ich komme nicht mehr in unseren Ordner. Darf ich dir helfen? Ja. Ich dachte KW 14 wäre wir. Wo sind wir denn da? Ja, da. Warte. Wir haben es auch bestimmt da. Die hätten dir wenigstens auch noch eine Hose dazu geben können. Also wirklich. Weißt du eigentlich, wie schlimm das Ding überhaupt riecht? Oh Gott. Ja. Die waren da mit dem Puff vorher. Ich habe keine Ahnung. Das ist es. Aber mein persönliches Highlight ist auf jeden Fall. Oh nein, ein Schwänzchen. Nein, mein Bömmelchen hier. Du hast übrigens ein Ohr verloren. Ja, ich hab's auch. Das hält nicht, ne? Na, geht so. Aber ich ganz ehrlich, wir mal müssen wieder das reklamieren, das Kostüm. Das geht doch so nicht. Wir blamieren uns hier vor allen Zuschauern mit so einem Hasenkostüm. Aber weißt du, wie ich mich gerade räche? Bei wem? Bei denen. Ich schwitze das Ding gerade richtig ja, voll. Ja, das ist gut. Dann riecht es erst recht. Aber nochmal zurück zu den Urlaubstipps. Also, wir haben uns gedacht, wer Ostern noch kurzfristig verreisen möchte, könnte zum Beispiel fahren in den Bikepark Osternohe. Mhm. Komme ich doch mit meinem Hollandrad rein? Ja, das könnten wir fragen vielleicht, ne? Sollen wir da mal anrufen? Können wir vielleicht später machen. Ansonsten auch noch schön sind die Osterinseln.
Oder? Warst du da schon mal? Ständig. Ständig? Ja, klar. Öfter mal, okay. Wer nicht. Und wer eine Party machen möchte, kann das auch hier in Hamburg in der Hasenschaukel. Eine Osterparty. Haben wir Weihnachtsfeier gemacht. Echt? Tita hat Weihnachtsfeier gemacht? Mhm, ich war gar nicht eingeladen. Ja, war 1986 oder so. 2008. Ich glaube, da kanntet ihr euch noch gar nicht. Vor der Kalenderzeit. Ich finde, wir machen mal wieder einen lustigen Anruf. Oh, hier ist überall Ei. Das ist ja auch nicht so schön. Wer zahlt da wieder die Reinigung? Oh Gott, du hast das ganze Bier schon ausgetrunken. Ich habe hier bisher nichts zu trinken gekriegt. Wir haben ja schon zwei Sendungen produziert und ich musste hier die ganze Zeit rumsitzen und mit netten Menschen reden. Aber dann wirst du gleich ein richtig lustiger Hase, glaube ich. Kannst du vielleicht mal einmal um den Tisch hüpfen? Nee. Okay, dann tauschen wir nochmal. Du kriegst das und danach machst du das. Okay? Nee. Trink mal aus. Steht nicht in meinem Vertrag. So. Steht nicht in meinem Vertrag. Was wollten wir noch machen? Die News, die Kalenderwochen-News. Da kommen wir jetzt zu, bevor wir noch irgendwo anrufen. Ah, wir haben schon angerufen. Okay, wir rufen an beim Amt. Beim Amt, beim Grünflächenamt. Management des öffentlichen Raumes, Gienke. Herr Gienke, Kalender ist mein Name. Bin ich jetzt im Grünflächenamt? Noch nicht ganz. Um was geht's denn? Um Hasen. Um Hasen? Ja. Was machen die Hasen? Also, die sind, befinden sich auf meinem Grundstück, und zwar zu viele. Auf Ihrem Grundstück? Ja. Oder wollen Sie jetzt um Hilfe bitten, oder? Ich wollte fragen, was ich dann tun darf. Also, weil einfach abknallen geht ja wahrscheinlich nicht, vermute ich. Nicht wirklich. Ich würde Sie ganz gerne mal das Naturschutzreferat durchstellen. Ja, das klingt super. Kleinen Moment. Danke. Warten. Direkt beim Management gelandet. Wahnsinn. Bitte warten. Hasenmanagement. Wie hieß das? Ich weiß es nicht. Bitte warten. Klar, beim Amt muss man wieder warten. Bitte warten. Also ja, schön, dass überhaupt jemand rangegangen ist. Bitte warten. Ist nochmal ein Märchen. Hören Sie? Ja? Ich kann da im Moment leider keinen erreichen. Darf ich immer die Durchfall geben? Nee, das ist ganz schlecht. Da kommt man ja nicht durch dann. Wenn Sie da anrufen, dann sind Sie sofort verbunden mit der Kollegin. Kann ich nicht lieber bei Ihnen noch ein bisschen bleiben und dann können wir es gleich nochmal probieren? Da ist jetzt gerade niemand am Platz. Ja, dann spreche ich mit Ihnen vielleicht so lange. Vielleicht können Sie mir ja auch schon helfen. Das glaube ich weniger, weil ich damit gar nichts zu tun habe. Mit Hasen? Nee, mit Naturschutz. Ach, mit Naturschutz. Naja, es geht ja auch nicht darum, die zu schützen, sondern eher gesagt, sie loszuwerden. Darum geht's. Also ich weiß auch nicht, wo die alle herkommen auf einmal, weil bald Ostern ist oder so. Haben Sie das schon mal gehört? Nee, das ist mir auch neu. Ist es nicht so, dass das vielleicht, also weil irgendwo muss ja auch der Begriff Osterhase herkommen, oder nicht? Also vielleicht ja, weil zu Ostern immer noch mehr Hasen unterwegs sind. Tja, weiß ich wirklich nicht. Sie sind ja nicht so gesprächig. Nee, weil ich im Moment in einer vertieften Aufgabe beschäftigt war. Aber ach, was denn? Ich mache Adam-Meldung, so nennt sich das. Was machen alle Sie? Daten der Mitarbeiter. Was machen Sie? Entschuldigung, ich habe das Wort nicht verstanden. Adam-Meldungen. Adam-Meldungen. Das heißt, wenn jemand etwas braucht für einen PC, ob das ein bestimmtes Programm ist, etc., dann melden die das bei mir und dann mache ich das halt auf den jeweiligen Rechner, ne? Also installiere ich das halt da. Ach, Sie sind Azubi? Ich bin kein Azubi. Nee. Ach so, ich dachte, das wäre so eine klassische Azubi-Tätigkeit. Nein, das ist aber halt auch eine Tätigkeit, die man als ausgelernter Verwaltungsangestellter dann auch machen muss. Ach echt? Das finde ich ja interessant. Ja, ja, wir machen auch solche Tätigkeiten. Rufen viele Leute an, den ganzen Tag über? Auch, ja. Was wollen die so meistens? Baumfällung auf privatem Grund, irgendwo ist eine Straße kaputt. Bei Nachbarn den Baum fällen einfach, ne? Wahrscheinlich, weil die Kirschen über den Zaun wachsen. Kommt auch vor. Gibt's auch so ein bisschen komische Leute, die anrufen? Bin ich jetzt hier irgendwie in der Hotline? In der Hotline? Oder kommt mir fast so vor wie FFN oder was? Wie FFN? Ja, ist so ähnlich. Ja, was denn? Genau. Nee, also ehrlich gesagt wollte ich sehr gerne mit jemandem über die Hasen sprechen, aber wenn Sie mich da jetzt nicht verbinden können, dann... Oder versuchen Sie es nochmal? Ich probiere es nochmal, klar. Ja, Moment. Toll. Danke. Sagen Sie es dringend. Sie fressen alles auf. Sie fressen Moment, die Haare bitte. Auf den Kopf. Jo. Bitte warten. Du hast da wieder irgendein Blödsinn gemacht. Jetzt sind wir auf einmal wieder in der KW 14. Bitte warten. Bitte warten. Moment da. Bitte warten. Erstmal warten, würde ich sagen. Wir warten erstmal ab. Man muss auch mal bitte abwarten. Warten.
ob der Kollege in der... Hallo? Bitte warten. Und der Kollege weiß nicht, dass wir nur noch 2 Minuten Sendezeit haben. Der denkt, der kann sich den ganzen Tag Zeit lassen hier. Bitte warten. Wir müssen hier jetzt echt zum Schluss der Sendung noch ein bisschen schön machen. Also da reicht ich jetzt immer noch keinen. Ja, das ist ja wieder typisch Behörde, ne? Ganz ehrlich. Aber gut, da können Sie ja jetzt auch nichts für. Sie machen ja die Gesetze auch nicht, ne? Leider nicht. Nee. Naja, dann aber trotzdem schönen Tag noch. Das wünsche ich Ihnen natürlich auch. Und viel Spaß bei deinen Adam-Meldungen. Dankeschön, Ihnen gut auch. Gut gemerkt, ne? Tschüss. Tschüss. Ja, ärgerlich, aber so ist es nun mal. Beim Amt erreicht man eben keinen. Da muss ich wohl die Hasen vielleicht wirklich selbst... Oder du kommst vorbei, dann sind die von alleine weg. Ich bin nur falscher Hase, sorry. Ja, genau. Ich habe ja auch gar keinen Garten, ehrlich gesagt. Das war ja auch schon wieder alles gelogen. Also, jetzt müssen wir... Kannst du vielleicht mal aufstehen und da diesen, das Weidenkätzchen noch mal behängen mit diesen Eiern? Ich möchte mein Stummelschwänzchen sehen. Ja, genau. Ich möchte sehr gerne ein Stummelschwänzchen sehen. Genau, nachdem ich das Blasfix benutzt habe. So, hier noch mal vielleicht als Inspiration für die Zuschauer... Das sind die beiden Eier. Man sieht es nicht auf den ersten Blick, aber Kunst war nie mein Fachgebiet. Nee, das sieht man überhaupt nicht. Also nee. 2 Tide-Eier, eins von mir und eins vom Osterhasen. Und Sie können uns Ihre Ostereier auch schicken, bitte mit Tide-Logo. Und dann gewinnen Sie vielleicht eine Reise auf die Osterinseln. Nee, das geht ja nicht. Haben wir gar kein Geld für. Nein, dann in Ostern, in diesen Bikepark Osternohe. Nee, das können wir auch nicht machen. Auch nicht? Nee. Essen mit dir. Nach Osterscheebs, das ist in meiner Heimat um die Ecke. Da können die hinfahren? Osterscheebs. Es gibt auch Westerscheebs, aber Osterscheebs gibt es auch. Ach so, dann können die vielleicht bei deinen Verwandten übernachten. Nö, das nicht, aber... Wir finden was. Ja. Okay, also Sie gewinnen eine Reise in die Heimat von Max und schicken Sie uns bitte Ihre Ostereier mit dem Tide-Logo und die werden hier aufgehängt und prämiert. Und wir räumen jetzt hier noch ein bisschen auf. Du hängst bitte die Eier da rein, in das Weidenkätzchen. Und was müssen wir hier rein tun? Die Tide-Eier? Und dann müssen wir das ein bisschen schön machen. Du hast es nicht geschafft, bis zum Ende der Sendung alle Mohrrüben aufzuessen. Ich bin total angestrengt. Tschüss, liebe Zuschauer. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke. Schöne Ostern. Ja.